I see. Thanks, Sora. Aladdin, what are you doing out here? Same old stuff. Hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. Legend has it that whoever holds the lamp can summon the... Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only Genie of the Lamp. Rub-a-dub-dub the lamp and have your dearest wishes granted. Today's winner is Aladdin. Congratulations. Aladdin Rush. Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and slip. A lucky winner made his first wish. Well, let me tell you what a doozy that wish was. So he has two left. So, master, what do you have for wish number two? How about making me a fabulously wealthy prince? Whoa! Money, royalty, fame! Why didn't I hear that? Okay, you asked for it. 100 servants and 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal's free! Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess, and I'm... she could never fall for a guy like me. Princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going. So, und da haben wir einen neuen in unserem Team, und zwar ist es diesmal Aladdin. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Eigentlich ist es mir gleich. Ich bleibe bei meinen Leuten, die sind wenigstens ausgerüstet. Ah, fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, Genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You'd do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. So, wir sind also jetzt schon wieder zurück in der Stadt. Goofy hat schon wieder ein Level abgekriegt. Wo, was bist du denn für einer? Der Dicke in Agrabah-Style. Oh, und der ist schon weg. Unerkannte Feuerspeien, das war ziemlich cool. Ah, da ist er. Das hätten wir. Oh, auf einmal ist hier verscharrt. Dann halt oben rum. Hilft ja nix. Oder auch nicht oben rum, weil wir oben rum nicht lang können. Doch hier. Hier sind die Kisten. Hinfort mit dir. Auf einmal gibt es ja andere Wege. Soll uns nicht stören. Da waren wir ja schon. Wow. Au. Wie kommst du da eigentlich wieder hoch? So, jetzt sind wir wieder bei der Hauptstraße. Da war doch auch eigentlich... Eigentlich müsste es hier weitergehen, oder? Wahrscheinlich müssen wir mal zu Aladdin nach Hause oder so. Umsonst wird es das Haus hier wohl nicht geben. Jafar ist also hinter Jasmin und dem Schlüsselloch her.
Schlüsselloch? Ich könnte schwören, davon schon mal gehört zu haben. Ehrlich, wo? Wo war das noch? Ist nur 200 Jahre her. Wie dem auch sei, wir müssen Jafar aufhalten, bevor es zu spät ist. Das war also alles, okay. Na dann, hui. Nix da. Heilung gibt's hier nicht. Stirb. Wieso wird unser Zeug nicht eingesammelt? Ja, okay, doch. Funktioniert schon leicht. Könnte besser funktionieren. Aber wenigstens muss ich hier nicht mehr wild in der Gegend rumlaufen. Das meiste wird gleich aufgesaugt. Oh je. Au! Wow! Okay, dann würde ich sagen, hier ist alles zu. Alles. Das heißt, wir müssen da hundertprozentig nicht hin. Dann weiter nach oben. Oh, geht nicht. Ist immer noch zu. Bleibt uns ja nur hier übrig. Aber da waren wir auch schon. Knappe Sache. Ah, hier geht was lang. Boah. Au. Da sind wir doch hergekommen. Könnt ihr die mal kaputt hauen? Möglichst bald? Ich will hier einfach nur die Truhen öffnen. Hab das dann. Ich glaube, jetzt haben sie es. Ich habe sogar ein Level-Up dafür gekriegt, dass ich nichts gemacht habe. So, Feuerring. Da unten habe ich schon eine Triotech gesehen. Blitzragummi. Stirb, stirb, stirb. Die gehen ja wirklich alle auf, ne? Ne Potion. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Nur ein paar Items. Und einiges an Taler. Das hilft uns hier leider auch nicht mehr. Hier gibt's nichts. Hauptstraße. Aber es gab hier keinen anderen Weg mehr. Wir gehen nochmal hier hoch. Ah, hier ist ein Schlüsselloch. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das ist ein also man rennt da oft einfach vorbei, weil man sich auch aufs Reden konzentrieren muss. Und dann sieht dieser Schlüsselloch auch noch aus wie so ein Fenster. Das ist natürlich schon fies. Jetzt über Aladins Haus. Sollten wir da eigentlich hinkommen? Wenn wir jetzt da runterfallen. So, das ist es. Hopp. Und da rein. Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin.
Genie, help Jasmine, please. One wish left. You're making this really easy, you know. So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Huh? I'm sorry, Al. And now, I bid you all farewell. Attack! Ist ja fies. Come on! This is it! Bam, 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 bam. Take that! Was ist das denn für ein cooles Teil? Egal, der Sonnenstoß tut schon. Die halten aber ganz schön gut aus, muss man sagen. Ach so, war ja auch ein Boss. Dann ist es klar. To the desert! Come on, let's move! Ja, so schnell kann's gehen. Auf in die Wüste heißt's ja. Immer dieses Hin- und Hergehen. So, den Gitterzauberer haben wir gleich weg. Stier. Bam. Haben wir aufgeräumt? Sind wir durch hier? Ich glaub schon. Ich hatte eigentlich nicht vor, gleich runterzuhüpfen, weil da oben wäre noch eine Kiste gewesen, aber das vergessen wir jetzt einfach mal. Man muss hier sowieso später nochmal hin. Also man muss eigentlich in alle Welten später nochmal hin, weil später hat man mehr Techniken drauf und dann kann man auch diese Trio-Techs alle abarbeiten, die Trio-Techs, weil dann funktionieren alle. Und ich glaube, später kann Sora auch schweben oder fliegen oder was auch immer. Oh, Sora hat wieder ein Level gekriegt. Lohnt sich hier unterwegs zu sein. Donald ist schon wieder down. Für was habe ich eigentlich seine Abwehrkraft erhöht? Okay, wir sollen also Herzlose töten, bis dieser Tigerrachen nicht mehr kontrolliert wird. Haue ich ihn da eine rein? Will er nicht. Ich muss diese Herzlosen töten. Come on! Au! Das bringt halt mal gar nichts, ne? Und Donald ist schon wieder tot. Ah!
sieht auch nicht besser für Goofy aus. Oh, jetzt. Ich glaube, ich kann den mal treffen. Oder auch doch. Leicht. Jetzt sind beide down. Noch. Na los. Wie soll ich dich an dich ran? Wie soll ich denn an dich rankommen? Kann ich fliegen? Einfach den anderen anvisiert. Ey, kaum könnte ich das Auge angreifen, visiert er irgendwas anderes an. Au. Oh, Donald ist wieder da. Und Goofy auch. Und wir können dir das Auge hauen. Und er visiert wieder irgendwas an. Warum auch immer. Ich will nichts anderes anvisieren. Ich warte einfach. Aha, da haben wir's. Bam, bam, bam. Oh, gleich, gleich, noch einmal. So, Kontrolle entzogen. Rein mit uns. Mal gucken, was wir hier so finden. Hier ist schon mal eine weiße Tech. Können wir also nicht einsetzen. Wo ist der Ball auf einmal hergekommen? Runter. Ups. Okay. Aladdin muss helfen. Ernsthaft? Aladdin muss helfen. Heißt das, wir müssen Aladdin mitnehmen? Weil das wäre scheiße. Dann bräuchte ich irgendwas, wo ich austauschen könnte. Boah. Boah, sind diese Dicken nervig. So. Weg mit dir. Wieder ein Level up. Wir müssen irgendwo, ich glaube, einen Speicherpunkt finden, weil ich glaube, hier können wir unsere Gruppe nicht. Oh doch, können wir. Ne, können wir nicht. Wir können unsere Gruppe nur an einem Speicherpunkt ändern. Heißt, wir stecken hier ganz schön fest. Gucken wir mal draußen im Speicherpunkt rumgammelt. Außer einer Horde von Herzlosen gibt's hier wohl nichts. Au. Donald, level up. Boah, renn halt bitte zu dem hin. Jetzt
haben sie ihn leider ewig weit weggeschoben. Au. Ah, sie haben es selber gemacht. Come on! Komm mal her. Los. Auch. Nichtsdestotrotz, hier gibt es keinen Speicherpunkt. Dann müssen wir ja weiter.